HP hat ein Android-Tablet vorgestellt mit 7 Zoll Display-Diagonale, 1024x600 Auflösung. Merkt schon, es ist kein High-End-Gerät, es ist eher im Einsteigerbereich angesiedelt und soll um weniger als 150 Euro in Europa auf den Markt kommen. Im Inneren ist eine Dual-Core-CPU mit 1 GB RAM verbaut. Die rückseitige Kamera hat eine Auflösung von 3 Megapixel. Es ist Beats-Audio integriert. Für ein Einsteigergerät macht die Verarbeitung im ersten Moment einen guten Eindruck. Rückseite wirklich stabil. Matt ist zwar Kunststoff, aber wie gesagt, insgesamt stabil und guten Eindruck. Einzig das Display ist im ersten Moment etwas blass. Es ist ein normales LCD-Display ohne IPS-Bildung.